Hallo meine Lieben, in dem letzten Haul, wo ich euch ja meine Shopping-Ausbeute gezeigt habe, habe ich ja auch die NYX Liquid Lingeries vorgestellt. Und ich habe euch ja da auch schon gesagt, dass ich dazu nochmal ein separates Swatch-Video machen möchte. Und ja, das werden wir heute zusammen machen. Ich habe insgesamt 6 Farben von insgesamt, ich glaube, es sind 12 oder 15, ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Gibt es ja bei uns in Deutschland noch gar nicht zu kaufen. Übers Internet aus Amerika kann man sich's bestellen. Ist ein bisschen mühselig, schwierig, nicht ganz einfach. Aber es gibt für alles Mittel und Wege. Und wenn ihr wirklich ganz großes Interesse habt, es gibt da wirklich ganz, ganz viele Mädels, gerade bei Facebook, die so Sammelbestellungen machen. Und da kann man sowas mal ganz, ganz toll mitordern und man bezahlt kaum Aufpreis, wirklich. Also ich habe jetzt wirklich für jeden einzelnen 7,90 € bezahlt, also wirklich den Originalpreis. Und ja, dann den Versand zu mir, ne? Mehr nicht. War ganz einfach. Theoretisch. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten dann auch gleich schon mal. Wie gesagt, ich habe 6 Stück an der Zahl und ich fange mit dem ersten an. Das ist auch mein Lieblingslingerie, und zwar ist das der Baby Doll. Das ist super alltagstaugliche Farbe. So sieht er dann auf den Lippen aus. Super schöne Farbe. Also die trocknen wirklich richtig, richtig matt und dann halten die mega lange. Und ja, das ist so eine schöne Nude-Farbe. Also es ist halt so ein ganz leichten Peach-Anteil mit drin. Also ist jetzt schon fast wirklich komplett angetrocknet. So, jetzt ist er komplett getrocknet. Und ja, ich habe meine Lippen heute mal nicht vorher gepeelt und nicht gepflegt. Und das sieht man halt auch. Also dann kriecht das auch so ein bisschen in die Lippenfalten. Nicht wirklich doll, aber man näheren Hinsehen sieht man es schon. Ansonsten ist das wirklich eine super schöne, alltagstaugliche Farbe. Dazu geht wirklich alles. Dazu geht ein Drama-Make-up, dazu geht aber auch ein sehr dezentes Make-up. Ist wirklich eine super schöne Alltagsfarbe und ich möchte sagen, passt zu jedem Haut- und Farbtyp. Gut, zu jemand so ganz, ganz dunkles wahrscheinlich nicht, weil dann sieht das aus so wie fast weiß, aber so gerade so. Wie Leute wie mich, die sehr, sehr hell sind, ist das halt keine tote Farbe, weil es gibt ja auch so Nudes, die sind richtig tot, ne? Also dann sieht man wirklich so fast wie weiße Lippen aus. Das ist ja schrecklich. Und der hat halt noch so einen leichten Peach-Anteil drin und das ist wirklich super schön. Kommen wir jetzt zur zweiten Farbe. Das ist diese hier. Also wie man sieht, ist im Gegensatz zu Baby Doll schon mehr mit rosa Anteil enthalten, auch ein bisschen dunkler. Und das ist die Farbe Bedtime Flirt. Auch eine sehr, sehr gehypte, beliebte Farbe. War auch ständig ausverkauft. Ich habe sie jetzt endlich. Wie man sieht, ist schon etwas dunkler als Baby Doll. Also das ist jetzt a Bedtime Flirt. Dennoch muss ich wirklich sagen, ist eine super alltagstaugliche Farbe. Geht auch wirklich zu fast jeden Farben, zu fast jeden Make-up. Er ist jetzt mittlerweile auch komplett getrocknet und ja, sehr schön. Das Einzige muss ich wirklich sagen, was mir bei den Lingeries jetzt nicht so gefällt. Normalerweise ist NYX dafür bekannt, dass die Lipglosse, Lippenstifte oder halt auch diese matten Lipcreams, die sie ja schon, oder diese Butterglosse, was es da alles schon so gibt. Die haben immer so einen richtig tollen, süßen Geruch. Also so ein typischer, süßer NYX-Geruch. Und die haben die Lingeries jetzt überhaupt gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Farbe. Das ist diese hier. Und zwar ist das die Farbe Embellishment. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Diese Farbe wollte ich unbedingt haben. Wirklich unbedingt. Die hat so einen leichten Grauanteil mit drin und ich finde die super schön. Ich trage die heute zum ersten Mal auf und bin schon ganz gespannt. Sehr, sehr geile Farbe, gefällt mir richtig, richtig gut. Also man sieht schon wirklich, dass die so einen leichten Grauanteil hat. Also die ist so rosa,
bräunlich mit so einem leichten Grauanteil, so auch leicht lila Anteil mit drin. Ist mittlerweile auch komplett getrocknet. Gefällt mir richtig, richtig gut. Embellishment. Kommen wir zur vierten Farbe und das ist diese hier und das ist die Farbe Honeymoon. Also die geht schon mehr so in die braune Richtung. Auch eine ziemlich gehypte Farbe im Internet. Also mit der Farbe komme ich im Auftrag nicht ganz so klar wie mit dem anderen. Diese scheint auch ziemlich noch so mein Lippenrot durch. Also hier musste ich schon wirklich ein paar Mal drüber gehen. Habe auch ordentlich übermalt. Also nur mal so zur Information, ja. So gehe ich normalerweise nicht aus dem Haus mit einem Lippenstift. Sieht schon sehr demoliert jetzt gerade aus. Dennoch muss ich wirklich sagen, mittlerweile ist jetzt die Farbe richtig getrocknet und die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist halt, wie gesagt, so ein bisschen durchscheinend. Also mein Lippenrot sieht man halt schon noch ziemlich durch. Also ist eine sehr nicht farbintensive. Also die anderen war schon wirklich ziemlich deckend gewesen. Die ist jetzt nicht so deckend. Geht wirklich so schon in die braune Richtung, aber ist dennoch wirklich eine schöne, schöne Farbe. Auch, ja, also ich würde die auch definitiv im Alltag tragen. Wie gesagt, nur der Auftrag war jetzt bei der Farbe anders als bei den anderen dreien. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei den letzten zwei Farben ist. Ohne Mist, wenn die erstmal trocken sind, das geht so schwer von den Lippen wieder ab. Ich sehe mittlerweile aus wie so ein Clown um die Schnute, weil ich mir hier alles mit wegwische. Also die Farbe ging jetzt wirklich richtig schwer ab. Also die ging richtig schwer auf die Lippen und die ging jetzt richtig schwer von den Lippen. Bin jetzt mal gespannt, wie es bei der nächsten Farbe ist. Die hat schon so einen mehr so einen rötlicheren Brauntouch. Ist die Farbe Exotic. Und das ist schon so einer der knalligeren Töne aus der kompletten Serie. Ich glaube, auch so der einzigste so mit Rotstich drin. Also bei der Farbe ging jetzt der Auftrag wieder wesentlich einfacher. Ja, gefällt mir sehr gut. Also ist wie gesagt so ein Rotbraun, ist so ein richtig schöner Herbstton. Passt heute zu meinem Make-up auch wirklich richtig, richtig schön. Er ist jetzt mittlerweile auch wieder komplett getrocknet. Ist rot, aber eher so ein dezentes, gedecktes Rot. Also nicht so ein Bäm-Rot, so hallo, hier bin ich rot. Sondern schon so ein, ja, ich trage heute rot, aber ich hau nicht so ganz so auf die Kacke. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist für den Herbst ein mega schöner Ton. Also ein richtig schöner, warmer Ton. Sehr schön. Das war jetzt Exotic. So, kommen wir jetzt zur letzten Farbe und das ist diese. Ist schon eine sehr dunkelbraune Farbe, ist aber glaube ich nicht die dunkelste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist die Farbe Teddy und die wollte ich auch unbedingt haben. Und ich bin echt gespannt, trage ich jetzt auch zum ersten Mal auf, diese Farbe. Ja, mal wieder sehr unsauber aufgetragen, aber das muss jetzt auch irgendwie ein bisschen schnell gehen, ne? Also ist ein sehr schönes dunkles Braun, passt heute zu meinem Make-up auch sehr, sehr schön. So eine richtig schöne Schokofarbe. Ist mittlerweile auch komplett getrocknet. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch was richtig Tolles für den Herbst. Oder wenn, so wie ich, auch mal gerne so ein bisschen was trauen und nicht so Alltagslook immer so. Ich trage sowas sehr gerne auch auf Arbeit, im Alltag. Also ich bin eigentlich eher selten so der Nude-Ton. Also ich mag die Lippen sehr, sehr gerne betont. Und das ist so eine Farbe, die würde ich definitiv auch im Alltag einfach nur so tragen. Das war die Farbe Teddy und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, das war das kleine, aber feine Lipswatch-Video. Ich habe sowas in der Art jetzt, glaube ich, mit so das erste Mal gemacht. So ein richtiges, reines Lipswatch-Video. Ich würde sehr, sehr gerne mal eure Meinung dazu wissen. Was könnte ich besser machen? Hat es euch so gefallen? Oder wie sollte ich das nächste Mal besser machen, anders machen? Schreibt mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ob euch das jetzt schon so zugesagt hat
oder wie ihr das gerne noch anders sehen möchtet. Ich kann einfach nur sagen, dass die NYX Liquid Lingeries wirklich mega schöne Lippenstifte sind, also Liquid Lipsticks sind. Es ist ja so eine matte Serie. NYX hat matte Lipsticks. Das ist jetzt nichts Neues, aber was halt neu ist, ist wirklich, also die Formel ist schon ein bisschen anders. Und es sind halt alles so Nude-Erdtöne mit leichten Lila- oder Rotpigmenten drin. Also es ist halt schon eher so eine Nude-Reihe. Und wirklich für den Preis ist das eine super Qualität. Wie gesagt, außer der eine, der hat mir jetzt im Auftrag nicht so gefallen. Die Farbe an und für sich war schön, wo es dann auch getrocknet war, aber der Auftrag war bei dem einen irgendwie anders. Es hat sich auf alle Fälle irgendwie schwieriger gemacht, obwohl es jetzt gar nicht so eine krass deckende Farbe war, also eigentlich eine leicht aufzutragende Farbe war, aber irgendwie war es doch ein bisschen kompliziert, selbst für mich. Aber gut, ansonsten muss ich wirklich sagen, mein absoluter Favorit ist definitiv Babydoll. Den habe ich schon ganz, ganz oft getragen. Wirklich, wenn es jetzt mal schicker sein muss und halt nicht so bäm nach vorne, so wie ich eigentlich immer bin, gerade mit den Lippen, sondern halt wirklich mal ein bisschen dezenter und gedeckter, trage ich Babydoll wirklich sehr, sehr gerne. Ist mein, doch von den sechs möchte ich schon sagen, mein absoluter Favorit. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich eigentlich überhaupt gar nicht so der Nude-Typ bin. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich noch nie meine perfekte Nude-Farbe gefunden habe, aber in Babydoll habe ich sie definitiv gefunden und ich mag den total. Es ist so ein richtiger Allrounder, wenn ich nicht weiß, was mache ich heute mit meinen Lippen. Babydoll geht immer, geht zu jedem Look, geht zu jeder Kleidung, passt immer. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr, sehr gern auf diversen anderen Social-Media-Plattformen folgen. Ich bin vertreten bei Snapchat, Instagram und auch Facebook. Überall heiße ich Miss Popi. Steht alles nochmal unten in der Infobox drin. Ja, Lob, Kritik, ich bin für alles offen. Schreibt mir gern über den Daumen nach oben, freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder im neuen Video. Und bis dahin sage ich, ciao, eure Popi.